Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge hier im Let's Play. Heute das erste Mal von der offiziellen Release-Version von der Hof Bergmann 1.3. Das heißt, wir haben gut getestet. Na? Tobias, ich würde dir empfehlen, einfach mal zu gucken, ob welche Mods hast du in den, ne, wenn du sagst seit 2 Tagen, sortiere den Mod-Ordner nach Datum und nimm einfach die Mods, die du die letzten drei Tage reingepackt hast, nimm die einfach mal raus. Ne? Also das wirst du ja nicht in den letzten 3 Tagen so viele Mods geupdatet haben. Ne? Und denk dran, ne? Immer nur eine Map im Mod-Ordner. Ich weiß nicht warum. Frag mich nicht. Hab noch keine Beweise gesehen, aber immer nur eine Map im Mod-Ordner und nur die Mods, die man auch tatsächlich auf dieser Map spielt. Alles andere gehört zu den Maps in einen separaten Mod-Ordner und so weiter, ne? Ansonsten ist auf LSFM, die haben da eine schöne Beschreibung für. Gut. Also, wir sind jetzt hier März 1 und wir können in März 1. Ich habe noch gar nicht geguckt. Jetzt in März 1. Ich habe jetzt hier Kartoffeln gesät. Und da können wir natürlich jetzt nichts machen. Ne? Das müssen wir bis nächsten Monat warten. Wir können noch kein Gras machen, weil, ja, womit denn? So, die Molkerei hätte gerne Milch. Wir gucken mal. Milch. Das lohnt nicht, also holen wir auch noch keine Milch. Lohnt nicht. Insofern, ja. Was machen wir denn den ganzen Abend? Ja, Tiere versorgen und Holz, ne? Was soll man sonst machen? Bin auch im Moment noch ein bisschen im Minus. Was sind? Ach so, die Produktionsmengen pro Monat im Production Info Hub gab es jetzt ein kleines Update gemacht. Zum einen hier die Position, ne, ist jetzt immer über dem Produktionsmenü, da wo es hin soll. Egal, ob man jetzt Autodrive, Cosplay oder was auch immer hat, es sortiert sich automatisch direkt über die Produktionsketten, damit man da eben nicht mehr suchen muss, wo es ist. Ne, die beiden stehen jetzt immer zusammen. Ist eigentlich auch was falsch gemacht. Das kann natürlich auch sein. Ich bin auch nur Mensch. So, aber wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ah ja, negativ. Ich bin diesen Monat jetzt für den März mit 40.000 im Minus, weil zum einen habe ich neue Tiere gekauft. Ich habe auf die Weide noch ein paar mehr Tiere draufgesetzt. Die neuen Fahrzeuge. Ne? Und ja, den ganzen Gewinn vom Februar, den hatte ich quasi fast vollständig ausgegeben durch zum Beispiel den Landkauf. Und noch mehr neue Fahrzeuge. Also, ich habe ja ein paar Fahrzeuge ausgelöst. Aber wir müssen halt hier noch ein bisschen gucken. Wir sind jetzt mit minus 41.000. Ne? Aber wir haben über 100.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich denke, wir machen einfach ein bisschen was Holz und lassen uns so ein bisschen durch den Abend. Einfach nur, weil wir es können und weil es Spaß macht. So, mal gucken, ob die Joysticks auch funktionieren. Oh. Funktionieren. Sehr schön. Bei der 1.3 muss man das Gras trotzdem noch selber machen, weil das, was automatisch gesetzt wird, ist nicht nachwachsendes Gras. Ne? Also man muss es noch selber mahlen. Aber die Foliage Areas, damit, ne, damit das dann ist. Ne? Theoretisch hätten wir es auch so machen können, dass die Wiesen direkt schon nachwachsendes Gras sind. Das hätte aber bedeutet, dass die komplette Optik weg ist. Also, ich gehe jetzt nochmal hier vorne rüber. Ne? Du hast ja hier diese Optik. Mit den leicht kahlen Stellen und sowas, ne? Das sind ja Sachen, die
kann das vielleicht auch hier vorne zeigen, weil hier habe ich, ne, das Ding gehört mir ja noch nicht, ne, hier ne, diese Optik. Und hätten wir das Ganze jetzt direkt schon vorab mit nachwachsendem Gras gefüllt, dann wäre diese Optik komplett weg gewesen. Na, dann wäre das hier quasi ein durchgehender Teppich gewesen, so wie hier. Und das will ja keiner. Ne? Und das hätte man dann den Leuten, die mit Grazing und den Leuten, die ohne Grazing quasi beiden aufgezwungen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das etwas effizienter zu machen. Wir haben hier einfach die Areas draufgesetzt und die werden halt nicht gefüllt, vorgefüllt, sondern es bleibt das drauf, was in den, was da drin ist. Ja. Na, wie es doch hätte Fahrradkette. So, jetzt sorgen wir mal wieder für ein bisschen mehr. Oh, bin jetzt wieder mit dem Holz dran. Dann machen wir, lassen wir die Linien mal an. Oh, Tobias, was hast du denn gesät? Abend, Johnny. Ja, der Stefan wird sich umgucken, ne? Ich darf halt quasi alles vom Server neu runterladen, was ich geändert habe. Und dabei war er nur eine Woche im Urlaub. Ich glaube, ich werde mich jetzt noch mal tief in den Giants Code verstricken müssen. Mir geht das total auf den Nerv, dass ich hier kein Baumfeldgeräusch habe. Warum ist die dick? Dann willst du mich doch verarschen. Was hat denn der hier für Bäume hingepflanzt? Mal Pinien, oder? Hm. 50 Hektar in Real Life. Das ist schon heftig, ne? Apropos Real Life, wir machen hier mal ein bisschen schneller, weil Ihm ist es schon am Ende des heutigen Abends schon quasi am 3. März zu sein, damit ich dann morgen oder übermorgen mit Stefan
ganz ohne Kamera mit der Grasernte anfangen kann. Junge. Was soll denn das jetzt hier? So, und eben ist das Gelände doch gar nicht. Oh, Rinderzuchtbetrieb, die Gülle ist voll. Die Gülle ist voll. Wo haben wir denn unseren LKW? Hier haben wir den LKW. Der sich jetzt hier noch. Rinderzuchtbetrieb, was heißt denn Gülle ist voll? Rinderzuchtbetrieb, Gülle. 82.000 Liter Gülle. Was machen wir denn jetzt mit der ganzen Gülle? Ich denke, erstmal einlagern, oder? Ja, dann haben wir jetzt mal ein Güllelager. Ja, damit steht ja fest, was wir jetzt quasi machen. Der BGA ist voll. Ich habe von der letzten Ernte noch 500.000 Maissilage. Ich denke, das Beste wird sein, wir lagern sie jetzt erstmal ein. Deswegen habe ich gerade das Lager mal schnell gekauft. Hier wachsen und gedeihen übrigens unsere Bäume. Dauert zwar noch ein halbes Jahr, aber sie wachsen und gedeihen. So, hier muss man jetzt aufpassen, weil ihr könnt von beiden, ne, in der neuen Version jetzt von beiden Seiten aufkommen. Ja, die Gülle können wir ja zum Vordüngen benutzen. Nach der Ernte. Da bin ich froh, dass das hier nicht mehr so wackelt. So. Was wir dann auch noch brauchen ist, habe ich mich bis jetzt vorgedrückt, aber bisher haben wir ja auch nur zack, so. So, da wir damit jetzt hier da ist ja noch Milch drin. Ausspülen. Haben wir hier direkt 26%. Nicht immer weg. So. Einmal ausspülen. Einmal Rinderzuchtbetrieb.
Ah, Vollbremsung sollte man nicht machen, auch wenn der Anhänger leer ist. Okay, weiß Bescheid. Guten Abend, Titty Twister. Schön, dass du reinschaltest. Weil wir sind uns ja einig, ne? Gülle verkaufen macht keinen Sinn. Wo ist der Anschluss? Das mit dem Rückwärtsfahren üben wir noch. Ach nee, das ist ja auch klappen, ne? Ja. Dann machen wir so. So. Wie gesagt, wir machen so in 5 bis 10 Minuten eine kleine Pause. Dann. Die kleinen Handwagen. Die kleinen Handwagen, die Autoload können in der 1.3, ne, also mit der heute erschienenen Version, sind im, wie ist dieses Pack noch hier? LSSM Farm Ausrüstungspack. Hier sind diese kleinen Handwagen. Ich persönlich bevorzuge den hier. Und den kann man hier mit Autoload oder ne, ohne oder mit. Und mit, dann sieht man auch, was der alles, was man da alles transportieren kann. Ne, und die Gemüsekisten stehen hier. HW-Gemüsekisten. Man muss allerdings hier mit Autoload. Ansonsten hat er keins. So, und wenn du den hier meinst, der geht auch mit Autoload. Der kann die nicht, weil die zu breit sind. Die hängen dann rechts und links nämlich in den Reifen drin. Na, bei denen gibt es hier, wie man sieht, hier sieht man keine Gemüsekisten. Frage mich gerade nur, warum der jetzt die hier so tief druckt. Ist ja eine Leerzeile zwischen, ne? Entweder nach Fisch oder vor Milch. Nein, hier zwischen ist keiner. Okay. Naja, wir hatten ja gerade die Zeit. Wir sind ja hier gerade am tanken. So, wenn der hier fertig ist mit tanken. Mal hier mal reingucken. Also bei 80.000 Litern können wir zweimal fahren, würde ich sagen. Und in dem Fall machen wir doch hiervon auch mal Schluss. So, alles gut.
Das dauert schon irgendwie ewig, ne? Und ein paar Mal zum allerersten Mal in zum neuen zum Hülle-Lager. Ich dem Stefan morgen Abend zeigen muss, was alles, was sich alles geändert hat, seitdem er in Urlaub gegangen ist. Das wird ja lustig. Tanken die wirklich so langsam Hülle? Liegt das am Pass? Oder liegt das am... Woran liegt das? Für die Gülle hätten wir im Klärwerk 15.000 bekommen, aber ich würde eher sagen, behalten sie noch ein bisschen. Ja, zum Thema Realismus hatte ich mit Andi auch hier und da Diskussionen. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber hinterher waren wir uns immer einig. Jung, Schuhe besohlen? Echte. Ist das nicht wieder herrlich entspannt? So, dann wollen wir kurz gucken. Der Karte kann man ja nichts erkennen, ne? Da hätten wir jetzt auch hier reinfahren können. Gut, dann fahren wir da unten rein. Ich bin schon ein Fan davon, bitte, wenn es nicht klick und voll. Na, aber das war ja nur schon, ne, 3 Minuten für ein Spiel ist schon viel, ne? Weil meistens belade ich irgendwas und dann mache ich irgendwas anderes und lasse den dann quasi volllaufen. Weil, mein gut, 32.000 Liter ist ja auch eine Menge, ne? So, hier muss ich rein. So, einmal aufsteigen. Wenn Sie tatsächlich mit der Maus klicken, geht das nirgendwo auf dem Pad?
Hier holen wir ab. Ja gut, ich habe ja hier auch, Tobias, ich habe ja jetzt hier auch 32.000 Liter. Keine Ahnung, ob man das muss, wie ich das hier gerade mache, aber ich würde jetzt hier einfach mal aufkloppen. Ja, ich denke an meine Frau. Ich denke immer nur an meine Frau. Geht nicht. Ach. Ja. Kann ich jetzt hier nicht abkippen, weil muss ich den Server für neu starten, weil der Giants das Ding, weil es ja schon draufsteht, nicht mir zuweist. Halleluja. Aber genau das ist der richtige Punkt. Wir machen jetzt hier einen kurzen Break. Und nach dem Break, während des Breaks, starte ich dann hier auch mal einmal den Server neu, connecte neu und dann sehen wir uns gleich wieder. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.